Ich darf dich wieder begrüßen, zurück zu unseren Glaubensbekenntnisvideos. Schön, dass du auch ein weiteres Mal eingeschaltet hast. Schön, dass wir einen weiteren Abschnitt mit uns anschauen dürfen, nachdem wir uns die letzten Male um die sogenannte Anthropologie, das heißt die Lehre des Menschen, gedreht haben, wozu er geschaffen wurde und wie er versagt hat, wie er unter der Sünde ist, wollen wir uns heute in einem dritten Video einen weiteren Aspekt anschauen, und zwar, wie wurde der Mensch geschaffen? Oder konkreter, der Mensch wurde in zwei Geschlechtern geschaffen. Das ist die zentrale Aussage, die wir heute heben wollen. Ich werde gleich den Bekenntnistext lesen, möchte aber noch einmal auf unser allererstes Video verweisen, auf die Folge 1 und was wir hier tun. Auch in einem so kontroversen Thema. Wir heben die Wahrheiten der Schrift als Gemeinde und tragen diese in die Welt hinaus. Wir erfinden nichts Neues oder überlegen uns irgendwelche Gedanken, die wir klug darstellen, sondern nein, wir sagen, was die Schrift sagt und halten das hoch. Das ist unser großes Anliegen, das haben wir dort versucht zu erklären. Darum geht es auch heute, auch bei diesem kontroversen Thema. Ich lese den Bekenntnistext. Zudem lehrt die Schrift, dass Gott den Menschen in seinem Ebenbild als Mann und Frau schuf. Somit gibt es nur zwei gottgewollte Geschlechter. Ihnen gab Gott den Auftrag, sich zu vermehren, auf der ganzen Erde auszubreiten, um über sie verantwortlich zu herrschen. Männer und Frauen sind als gleichwertige Ebenbilder Gottes geschaffen und genießen gleichermaßen Zugang zu ihm durch den Glauben an Jesus Christus und sind beide berufen, sich in Familie, Gemeinde und Gemeinwesen zu engagieren. Soweit der Bekenntnistext mal. Was haben wir? Wir haben hier die Schöpfung des Mannes und der Frau als Menschen. Diese zwei Geschlechter. Der zentrale Text, der auch hier immer wieder im Bekenntnis auftaucht, ist 1. Mose 1, die Verse 26 bis 28. Und ich möchte besonders hier nochmal den Vers 27 lesen. Da sagt Gott: Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Hier haben wir diese wunderbaren Wahrheiten der zwei Geschlechter, Mann und Frau, beide der Ebenbildlichkeit Gottes. Und übrigens, genau diese Passage in 1. Mose 1 und 2 wird vom Herrn Jesus bestätigt und er sagt, genau das ist, worum es geht. Kannst mal zu Hause nachlesen, Matthäus 19, Verse 4 bis 6, da bestätigt er das und sagt, es gibt Mann und es gibt Frau und sie beide im Zueinander und beide in der Ebenbildlichkeit zueinander. Das heißt, wir können aufgrund der Geschlechtlichkeit überhaupt keinen unterdrücken, weil sie sind zueinander geschaffen, sie sind beide in der Ebenbildlichkeit geschaffen. Und das Wunderbare, um das Zueinander zu erklären, Gott hat ihnen einen Auftrag gegeben, so heißt es hier dann in Vers 28, die Vermehrung, in der sie nicht ohne einander können. Und wie soll das gehen? Wie soll ein Mann alleine sich fortpflanzen oder wie soll eine Frau alleine sich fortpflanzen? Und so sehen wir schon an diesem Schöpfungsauftrag, Mann und Frau brauchen einander. Mann und Frau können nicht ohne einander. Nur zu zweit sind sie fähig, den Auftrag Gottes zu leben. Wir sehen also schon in diesem ersten Abschnitt die wunderbare Schönheit und kein Anstoß, weil es nur zwei Geschlechter sind. Nein, sondern die Schönheit des Zueinanders der beiden Geschlechter, wie Gott alles so herrlich und wunderbar gemacht hat, dass so Mann und Frau gemeinsam für Gott, für den Herrn Jesus leben können. Weiter heißt unser Bekenntnistext, in dieser Gleichwertigkeit, das ist von was ich gerade gesprochen habe, in dieser Gleichwertigkeit hat Gott es in seiner Weisheit vorhergesehen, dass Mann und Frau nicht austauschbar sind, sondern sich vielmehr auf eine gegenseitig bereichernde Art und Weise ergänzen. Sie sollen unterschiedliche Rollen innehaben,
welche die liebende Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde widerspiegeln. Der Ehemann, indem er seine Funktion als Haupt seiner Familie ausübt, dass er die aufopfernde, reinigende und fürsorgende und beständige Liebe Christi darstellt. Die Ehefrau, indem sie sich ihrem Mann unterordnet, dass durch die Liebe und die Ehrfurcht der Gemeinde für ihren Herrn erkennbar wird. Darum hat Gott das Ältestenamt innerhalb der Gemeinde nur qualifizierten Männern vorbehalten. Mann und Frau sollen sich in der ehelichen Vereinigung zu einem Fleisch, somit komplementär, ergänzen. Wir sehen, in dieser Schönheit des Zueinander von Mann und Frau hat Gott jedem Einzelnen seine Rolle zugeteilt. Der Mann hat seine Rolle, soll Christus als unseren geliebten Herr widerspiegeln, und die Frau hat die Rolle, die die geliebte Gemeinde widerspiegeln soll. Beide und zueinander. Und wenn ich das Beispiel der Fortpflanzung noch mal aufgreifen darf, es kann ja auch gar nicht anders sein. Wie soll es denn funktionieren, wenn irgendwelche sündhaften Zusammenstellungen von Frau und Frau oder von Mann und Mann, wie soll das funktionieren? Das geht doch einfach gar nicht. Das ist doch jedem klar. Und so auch in der Ehe, in der Gemeinde. Gott hat eingesetzt und hat so ein wunderbares Zueinander von Mann und Frau geschaffen. Er gibt jedem seine Rolle. Und dass dem Mann die Rolle der Leitung übergeben ist. Besonders in der Gemeinde haben wir darauf hingewiesen, es ist nicht mal jeder Mann berufen. So wie nicht jeder berufen ist zum Singen. Wenn ich singen würde, es würden alle fortlaufen. Sondern Gott beruft nur begabte Männer, die wirklich zu diesem Dienst auch ausgerüstet sind, die fähig sind, die eine Lehrgabe haben, die der Gemeinde gut vorstellen können. Nur solche, das heißt nur eine Gruppe von Männern ist tatsächlich für die Leitung der Gemeinde berufen. In diesem Zueinander von Mann und Frau spiegelt sich das Evangelium wider. Es klang im Bekenntnistext schon mehrere Male an. Besonders Paulus im Epheserbrief nimmt darauf Bezug und zitiert hier wieder aus unserem Genesis-Text, Genesis 2. Ich lese Epheser 5, Vers 31. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Zitat aus Genesis 2, 24. Und jetzt erklärt er: Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Das heißt, die Unterschiedlichkeit zwischen Mann und Frau ist die Verkündigung des Evangeliums unseres Herrn Jesus Christus. Er wird dadurch im Zueinander, in der Liebe und in der Unterordnung, in der Fürsorge und der Hilfe wird er verkündigt und repräsentiert. Unser Bekenntnistext fügt noch einen kurzen Abschnitt hinzu, den möchte ich noch lesen. Die monogame und heterosexuelle Ehegemeinschaft ist damit die einzige von Gott gewollte Form der sexuellen menschlichen Beziehung. Kinder gehören somit in den familiären Rahmen und Schutz einer Familie aus Mann und Frau. Das ist die Konsequenz von dem, was wir gerade aus der Schrift gehoben haben. Ich möchte kurz die vielleicht doch etwas fremden Begriffe erklären. Was heißt monogam? Mono heißt eins. Wir kennen es von den Lautsprechern. Eine Monospur hat nur eine Spur. Stereo hat zwei. Und so meint monogam heißt eine Beziehung auf Lebzeiten. Eine Beziehung von einem Mann und einer Frau. Und das ist eben heterosexuell. Heterosexuell heißt ein Mann und eine Frau. Was wir heute in unserer Gesellschaft kennen, ist das homosexuell, und das heißt eben gleichgeschlechtlich. Und heterosexuell ist das von der Bibel her, von der Schöpfung her, das Normale, ein Mann und eine Frau. Die klassischen Stellen, die dafür angeführt werden, sind Römer 1 zum Beispiel, die Verse 26 und 27, auch aus dem Schöpfungsbericht heraus, die Stellen, die wir vorher schon gelesen haben. Diese Stellen, vor allem Römer 1, wird immer wieder
von liberaler Theologie heute in Zweifel gestellt. Deswegen wird es im Anschluss an dieses Video noch einen kurzen Anhang geben, wo ich exegetisch ein paar Sachen hinweisen möchte, die zur Festigung unseres Glaubens dienen, zu sagen, nein, Römer 1 ist doch heute aktuell und spricht gegen die Homosexualität. Das heißt, wenn du dir an diesem Punkt vertiefen möchtest, dann schau einfach noch kurz im nächsten Video vorbei. Dort werde ich diese Aspekte nochmal ausführlicher behandeln. Lass uns zusammenfassen, was haben wir? Was haben wir uns heute angeschaut? Ein kontroverses Thema, aber darf ich dir sagen, ein herrliches Thema. Wir haben uns heute eine bildhafte Verkündigung des Evangeliums unseres Herrn Jesus Christus angeschaut. Wie er mit seiner Gemeinde zusammenlebt, wie Mann und Frau zusammenleben, sich gegenseitig ergänzen, wie der Herr Jesus sich hingibt. So darf ich mich hingeben für meine Frau. So dürfen wir füreinander leben. Was lehrt uns dieses Zueinander von Mann und Frau? Zum einen, wie wir leben sollen und wie wir der normale Christ, wie ihn der Geist leitet. Zum anderen aber lehrt es auch, weil ich von Christus lernen kann, wie ich mit meiner Frau zusammenlebe. Und wir als Ehepartner können so in der Ehe wachsen. Und darüber hinaus können andere an unserer Ehe, so hoffe ich doch, und an vielen, vielen christlichen Ehen sehen, wie der Herr Jesus mit seiner Gemeinde liebevoll in Hingabe zusammenlebt. Was ist die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde? Ich hoffe, dass du Freude daran hast, im Zueinander von Mann und Frau. Amen.